Ich habe mein Samsung Galaxy Ace und da ist mein Touchscreen aus irgendeinem Grund kaputt gegangen und ich zeige euch jetzt nun mal, wie man das Handy komplett aufschraubt und auseinanderlegt, um einen neuen Touchscreen wieder einzubauen. Dasselbe funktioniert auch genauso beim Display. Also, dreht es um, tut SD-Karte, SIM-Karte und Akku raus. Dann, das habe ich hier schon mal gemacht, ich habe hier schon mal alle 7 Schrauben raus. Das ist ganz einfach, funktioniert mit so einem ganz normalen Schraubentier. Dann macht ihr das, drückt ihr das vorne so vorsichtig heraus. So. Eigentlich will ich hier keine Werbung machen. Okay. So, dann habt ihr das. Die Kamera sitzt irgendwie krumm, egal. Dann müsst ihr hier vorne das Mikrofon so ablösen von der Halterung. Mit meinem Spitzenschraubenzieher muss man vorsichtig den Kleber lösen, dass man das umblättern kann. Genauso an der anderen Seite. So. Dann, wenn diese 3 Sachen getan sind, kann man das Handy so in die Richtung vorsichtig umkippen. Und hier sieht man jetzt auch, die eine Seite ist mit dem Motherboard hier verbunden. Das muss man ganz vorsichtig lösen. Keine Sorge, man kriegt es auch wieder richtig drauf. Immer die größte Schwierigkeit an der Sache. So, jetzt habe ich das gelöst. Hat man hier das da. Und das braucht man jetzt erstmal nicht mehr. Das legt man vorsichtig zur Seite, dass wirklich nichts kaputt geht. So, dann habt ihr hier das mit dem Touchscreen. So, normalerweise ist hier noch so ein Kabel, das das dann so verbindet. Und genau das ist bei mir aus irgendeinem Grund abgerissen. Ich habe das jetzt schon mal aufgemacht. Also hier der Knopf, dass nicht verloren geht, kann man auch abmachen. So. Nägel ich auch daneben. So. Und jetzt müsst ihr vorsichtig mit nicht hier das aufmachen, sonst reißt nämlich euch dieses Kabel ab, das normalerweise da dran ist. Müsst ihr vorsichtig diesen Touchscreen von dem hier lösen. Dann habt ihr das. Hier ist normalerweise noch dieses Kabel dran. Und das ist mir aus irgendeinem Grund gerissen. Und das ist jetzt der alte. Da ist auch die ganze Elektronik drin. Legen wir einfach zur Seite. Bevor man das einbaut, hier könnte man dann aus irgendwie noch das Display lösen. Das weiß ich aber nicht und das will ich auch nicht machen, weil ich es gar nicht lösen muss. Putze ich jetzt nochmal den Touchscreen. Das Display. Bevor ich dann den neuen reinlege, dass das auch schön sauber ist. Hier ist normalerweise noch so eine Klebefolie, die habe ich jetzt abgemacht. Das war auch ziemlich schwer, dann den Touchscreen zu entfernen. Muss man aufpassen, dass man nicht das Display verkratzt beim Aufmachen. So. Jetzt hier habe ich mir bestellt auf Amazon für 20 Euro ein neues. So, hier. Gleich mal auf. Na. So. Dann habe ich hier meinen neuen. Hier mache ich jetzt. So, lege ich jetzt mal kurz drauf. So, ich habe hier mal einen kurzen Schnitt gemacht. Jetzt mache ich natürlich weiter damit. So, das ist der neue. Da muss man... Wie geht denn der auf? Ich tue das jetzt mal hier vorsichtig entfernen. So.
Dann drehe ich das jetzt mal um. Und dieses Ding muss natürlich dann nachher hier durch. Ganz vorsichtig. So, natürlich muss man jetzt noch... Wie mache ich das am besten? Okay. Ich habe hier jetzt eine Folie. Da ist auch diese Klebefolie dran. Ganz aufpassen, dass man da nicht hinkommt. So. Jetzt habe ich da einen Fleck gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon vorher drauf war oder nicht. Das müsste man. So, jetzt muss man. Genau, jetzt haben wir das hier. Den Dreck nochmal entfernen. Das hier durch. Tun. Und dann perfekt draufkleben. Das ist jetzt die große Schwierigkeit. So schwer war es gar nicht. So, hier ist jetzt gerade der Strom ausgefallen. Hier geht es mein. Gut, meine Anlage ist jetzt aus. Naja, wurscht jetzt erstmal. So, jetzt vorsichtig, den kann man hier so. Müssen wir hier erstmal festmachen alles. Aufpassen, dass man nichts beschädigt. Und jetzt diese öffnen und dann dieses neue Kabel vorsichtig da rein. Na, das ist eine Fummelei. Das ist natürlich blöd. So, jetzt geht es. Was ist denn hier los? Okay, das ist jetzt hier die. Ist endlich geschafft. Ja, ein bisschen Fummelei. Man muss es wirklich sehr weit reinführen und dann das Kabel wieder um. Das Kabel. Ui, das. Ach, ihr wisst schon. So. Dann müsst ihr natürlich die richtige Seite finden, dass das dann auch passt. So. Und dann müsst ihr das irgendwie so einhaken lassen. Es ist auch blöd gemacht. Naja, eigentlich macht man Handy auch nicht auf. So, das habe ich jetzt hier reinbekommen. Jetzt habe ich dummerweise diesen. Ach Mist. Sorry. Das muss man natürlich aufpassen, dass das dann da an der anderen Seite rausschaut. Das hat man ein Problem. Okay. So, zweimal muss es klicken. Mir auf jeden Fall. Und dann hat man es ja fast schon wieder. Diese Dinger hier wieder möglichst dran tappen. Das ist auf jeden Fall. Wenn man jetzt gleich dieses Gehäuse wieder drauf macht, dass alles passt. Vorne muss auch alles passen. Und ja, jetzt piep. Ich habe vergessen, den Knopf wieder reinzutun. Mist. Das ist jetzt doof. Schade, schade. Jetzt war ich schon fast fertig. Okay. Nochmal auf. So, das kann ich das wenigstens hier gleich reinlegen. So. Kann ich wieder alles zumachen. Den da hier einlisten lassen. Hier der Gummi auch ganz reinmachen. So, dann
tut ihr natürlich das wieder hier ganz vorsichtig drauf. Das ist schwierig, aber es geht. So. Hier einmal möglichst hier da oben. Muss es klicken. Und jetzt wieder ganz gemütlich die Schrauben reinschrauben. Und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr euer Handy ganz normal wieder starten. Dann sollte alles wieder funktionieren. Ich hoffe, es passiert auch bei mir so. Ich schraube jetzt hier Schrauben reingeschraubt. Dann lege ich noch den Akku rein. SIM-Karte habe ich schon drin. Zumachen. So. Die Folie lasse ich jetzt nochmal kurz drauf. Und jetzt schalte ich ein. So, das ist diese Folie. Hier mein Alter. Das war der, wo das abgerissen war. Hier habe ich beim Aufmachen auch viel beschädigt. Ich habe die Software ist Yenogen Mod S7. Deswegen habe ich habe auch keinen Boot-Animation. Meine ganzen Sachen lege ich hier in das da rein. So. Boing. Kommen meine ganzen Nachrichten an. So, Touchscreen funktioniert. Gut. Tada. Alles funktioniert wieder. Jetzt kann ich wieder glücklich sein. Eine Woche ohne Handy war schon schwer auszuhalten. Naja, es ging. So. Okay. Das lege ich auch noch mit in die Box. So. Das war's mal wieder von mir. Okay. Viel Glück euch, falls ihr das auch machen müsst. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr einfach einen Kommentar natürlich schreiben. Besucht auch Masio 2011 Blog auf Facebook. Da findet ihr auch immer viele coole News, die ich dann speziell aussuche. Okay.